Also ich bin der Meinung, Berlin ist eine Weltstadt. Und in einer Weltstadt sollte man sich auch weltmännisch verhalten. Und ich bin sehr dafür, dass es einen Verkaufsoffizier in Berlin gibt, weil es in anderen Weltstädten auch der Fall ist. Also ich brauche keinen, ich komme in der Woche gut zurecht und mir tut es leid für die Verkäuferin, die da überhaupt kein Wochenende mehr haben. Okay. Ja, das ist Konsumterror, ja, der da implantiert wird, okay? Aber sehen Sie, das heißt, dass die Vorbereitungszeit, die Adventszeit vollkommen nur noch als einzigen Inhalt das Shoppen und das Einkaufen hat. Gerade in dieser Zeit sind, ich nehme mal ein Beispiel, sind unsere Kirchen voll mit nachmittäglichen Kirchenkonzerten, Weihnachtsoratorium, sind Tausende von Menschen da. Oder es auch wichtig ist, dass Menschen sich einfach mal zu Hause hinsetzen, eine Kerze anzünden, über sich, über Gott und die Welt nachdenken. Das würde alles verloren gehen, wenn durch den Einkaufsstress ein Saisontag schon wie ein Werktag wäre. Die Adventssonntage sind ganz besonders interessant, weil da die Nachfrage groß ist. Das ist auch ein wichtiger Service für die Kunden, dass sie im Advent mehr Zeit zum Einkaufen haben. Damit entzerrt sich das Ganze. Da wird es auch angenehmer für das Personal im Einzelhandel. Die haben einfach mehr Zeit für die Beratung und mehr Ruhe beim Verkauf. Deshalb sind einzelne verkaufsoffene Adventssonntage etwas Positives. Damit wird nicht am Sonntag gerüttelt und wir wollen auch diese Adventssonntage natürlich nicht entwerten.